Ich darf darüber hinaus zu einem sehr wichtigen Projekt kommen der österreichischen Bundesregierung, nämlich der digitalen Konzernbesteuerung. Ich möchte mich hier bei Hartwig Löger und Hubert Fuchs ganz herzlich für die Arbeit bedanken, die hier geleistet wurde. Sie wissen, dass es eine sehr starke Ungleichbehandlung in der Besteuerung in der Wirtschaft gibt. Während herkömmliche, klassische, traditionelle Unternehmen im Schnitt in Europa mit 20-25% besteuert werden, liegt die Besteuerung von digitalen Unternehmen bei unter 10%. Das ist ein sehr großer Gap, der schlicht und ergreifend nicht gerechtfertigt ist. Es ist nur darauf zurückzuführen, dass in der Zeit, wo Steuergesetzgebung gemacht wurde, oftmals diese Unternehmen und diese Geschäftsmodelle noch gar nicht bestanden haben. Diese Ungerechtigkeit, die wollen wir beenden. Und wir haben daher ein Paket geschnürt, um eine gerechte digitale Konzernbesteuerung in Österreich sicherzustellen. Das betrifft zunächst einmal eine Werbeabgabe im Online-Bereich für Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von über 750 Millionen Euro. Das sind die Internetgiganten wie Google, Facebook und andere. Zum Zweiten Regeln für digitale Plattformen im Bereich der Vermietung, Airbnb und andere, die hier genauso besteuert werden müssen und genauso natürlich sich an Regeln halten müssen wie klassische Tourismusunternehmen. Und zum Dritten, was den Onlinehandel betrifft, Mehrwertbesteuerung ab dem ersten Euro. Warum? Weil die derzeitige Regelung nicht nur eine ungerechte war, sondern auch Betrug Tür und Tor geöffnet hat. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich darf mich daher noch einmal bei dir, Herr Bundesminister, und bei dir, Herr Staatssekretär, für die Arbeit bedanken. Es ist auch ein Vorzeigeprojekt in der Europäischen Union. Es gibt wenige Länder, die hier vorausgehen. Frankreich überlegt, eine Konzernbesteuerung im digitalen Bereich einzuführen. Österreich tut es jetzt. Wir sind hier Vorreiter in der Europäischen Union. Und ich erwarte auch, dass uns hier viele europäische Länder folgen werden. Es ist ein Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit. Es ist ganz bewusst nicht eine Maßnahme gegen digitale Geschäftsmodelle, die lehnen wir nicht ab, sondern die sehen wir sehr positiv. Das ist eine Bereicherung für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft. Aber es braucht in diesem Bereich genauso Regeln wie in anderen Bereichen auch. Und es braucht vor allem auch Fairness in der Besteuerung.